Stone, Heroes of Warcraft. Hallo und herzlich willkommen zu Hearthstone, das Kartenchaos, eine neue Folge. Diese Woche, wir sind in der zweiten Juliwoche, also wir haben den 15. bzw. den 16. Juli heute. Ist ja schon früh, ist schon Mitternacht gewesen. Wir haben den 16. Juli und diese Woche gilt Begegnung am Wegekreuz. Eine Zufallsbegegnung am Wegekreuz. Wählt eine Klasse und lasst euch überraschen, welche Karten ihr diesmal erhaltet. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Truhe bereits geleert. Ich habe einen Sieg errungen. Habe schon mehrere Spiele gespielt, muss ich zugeben. Wollte einiges ausprobieren, damit ich hier auch keinen erzähle. So, ich kann euch sagen, spielt, was ihr wollt. Ganz ehrlich, spielt eine Klasse, wo ihr noch die Daily Quest offen habt oder welche euch am meisten liegt. Ihr kriegt ein zusammengewürfeltes Deck und dieses Deck ist, und das habe ich mehrmals versucht jetzt, dieses Deck ist nicht das gleiche Deck. Auch die Decks, die ihr hier zufälligerweise kriegt, sind nicht vorgefertigt, sondern sind auch wieder random zusammengestellt, jedes Mal, wenn ihr den Spielen-Button drückt. Also von daher ist wirklich egal, welche Klasse ihr wählt. Ihr habt, danke für die Ansage. Ihr habt natürlich die klassenspezifischen Karten mit dabei. Und da könnt ihr euch auswählen, was ihr, wie gesagt, was euch am meisten liegt. Ich persönlich spiele halt wieder das, was die Daily Quest vorgibt, was ich zu spielen habe. Weil ich die Daily Haut auch irgendwie mal machen muss. Und für mich persönlich, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, ist das hier jetzt nicht das Favorite-Kartenchaos oder der Favorite-Modus, muss ich sagen. Es gab schon bessere die letzten Wochen, die mir mehr zugesagt haben, aber für Leute, die völlig random was spielen wollen, macht sicher Spaß. Ich würde aber da eher noch die Arena bevorzugen, von daher, ich spiele das jetzt einfach nur noch einmal, damit ich das Video machen kann und danach ist es für mich gegessen diese Woche. Gut, zum Spielgeschehen selber. Wie gesagt, ihr wisst nicht, was für Karten ihr auf die Hand kriegt. Der Gegner weiß nicht, was er für Karten auf die Hand kriegt. Von daher, lasst euch überraschen und spielt mit dem, was ihr habt, einfach das Beste raus. Ja, was haben wir jetzt hier auf der Hand? Schauen wir uns das mal ein bisschen an hier. Der Goblin-Pionier hat 4 Angriffe, wenn euer Gegner 6 oder mehr Karten auf der Hand habt. Ihr seht selber momentan, na, das werden wir wahrscheinlich gerade aus dem nächsten spielen. Druiden. Wir können aber wählen zwischen Feuerkatze und Feuerfalke. 5-2 oder 2-5. Ich würde jetzt hier, ganz ehrlich, Moment, da haben wir 2-3er. Würde mehr Sinn machen momentan. Ich frage mich, ja, komm, raus mit ihm. Schaden tut's nicht. Jede Diener, der von ihm verletzt wurde, stirbt am Ende des Zuges. Er kann ihn mir momentan so nicht weghauen. Ich will einfach beide mal wegfarben vom Feld. Wie spiele ich das jetzt? Ich spiele das jetzt vor allem erstmal Board Control. Also ich will die Herrschaft über das Schlachtfeld haben. Weil ich nicht weiß, was ich für Karten kriege, weil der Gegner nicht weiß, was er für Karten hat, will ich gar nicht, dass man groß planen kann, sondern hier einfach die Oberhand auf dem Feld selbst haben. So, dann werde ich jetzt da, was mache ich so? Mache ich das so? Mache ich das wirklich so? Ja, komm, den Zauberschaden drauf geschissen, weil dann kann ich nämlich jetzt hier die Feuerkatze raushauen und ich kann mir sogar ihn hier wieder ein bisschen pushen, dann stirbt er bestimmt nicht. Oder zumindest nicht ab ihm. Ab dem Magier von Dalaran. So. Ja, hau ihn mir weg, das ist mir eigentlich mehr oder weniger Schnuppe. Zurück auf die Hand. Kann mir auch Schnuppe sein. Weil ich werde dann jetzt den Moorkrabbler rausbringen. 3-6. Da wird er sich die Zähne ausbeißen dürfen. In der Zeit kann ich hier 7 Schaden ihm ins Gesicht hauen. Und das wahrscheinlich auch einige Runden lang. Hoffe ich zumindest.
Ja, 7 Schaden sind 7 Schaden. Raus. Und er wird sich zweimal überlegen, ob er mit dem Setup hier meinen Moorkrabbler wirklich angreifen will. Da muss was mehr kommen. Leben verdoppeln. Na gut. Freundchen, ja. Okay, okay, ja. So macht es natürlich Sinn. Ihn weg. Da, und jetzt muss er ihn noch hochheilen. Was er dann auch tut. So. 8 Life. Was haben wir hier noch? Ich kenne halt die Karten nicht alle vom Druiden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich spiele Druiden quasi nie. Deshalb muss ich mir hier das auch mal durchlesen. Die verwandelt wird verwandelt und erhält die Werte 7-7, wenn ihr ein Wildtier auf dem Schlachtfeld habt. Ja. Freund, du bist... Du bist da. Du bist mein Freund. So. Er kann mir natürlich jetzt zuerst die Feuerkatze weghauen. Aber ganz gut, er kann natürlich auch sein... er kann ihn hochheilen. Natürlich. Aber er kann mir nicht beide auf einmal jetzt so weghauen, wenn da nichts mehr kommt. Und das heißt, ich habe 5 Schaden mindestens drauf. Ja. Gut, jetzt heilt er sich wahrscheinlich den noch hoch. Und wird mir meine Schlange weghauen. Was mir aber... Ja. Er tut nicht... Er tut's nicht auf die Schlange. Das kann mir ja nur recht sein. Er kann sich dann auf 8-5er hochheilen. Das heißt, es bringt ihm dann theoretisch auch nichts. Jetzt überlege, überlege. Klar. Klarer Fall. Ich will auf Zeit spielen. Und ich krieg so 2 Spotter, die mir erstmal wegbringen muss. Das Wegbringen ist nicht so ein Problem für ihn. Aber in der Zeit kann ich ihm natürlich ins Gesicht hauen. Was ich dann auch machen werde. Ich will den jetzt nicht spielen, er hat nur 3 Karten auf der Hand. Und wahrscheinlich nicht allzu viel, was ihm was bringen sollte. Was tun? Ja, den Pionier... Plus 4 Angriff wird er wahrscheinlich nicht kriegen hier. Klar, mit dem Murloc in Kombination und vielleicht mal. Aber das... Er wird sicher was spielen jetzt. Nee, ich versuch's trotzdem. Hiermit. Und zwar noch bevor das hier ein Ende hat. Soll ich ihm das erste weghauen? Ich hau ihm erstmal den weg, komm. Einfach... Wieso ich das jetzt gemacht habe, kann ich ganz ehrlich nicht wirklich beantworten, aber... Sonst hätte er mir beide schon weggehauen. Das will ich dann auch nicht. Okay, jetzt heilt er ihn natürlich hoch und hoch und hoch. Aber das Gute daran ist, er bringt nichts Neues raus. Und mehr... Okay, okay. Gut. Kampfschrei verwandelt einen zufälligen Diener... 2-5 und dann Eichhörnchen 1-1. Ah, ich hasse solche Dinge, die man nicht voraussehen kann. Ja, die Karten kriegt er nicht auf die Hand. Komm, komm, wir riskieren etwas. Ist ja egal, der Modus ist ja wirklich... Ist sowas von egal. Ach, sehr schön. Schau dir das an. Schau dir das an. So, das spielt uns richtig in die Karten. So. Voila. Ja, es ist... eh ein Glücksspiel. Ist eh ein Glücksspiel. Wie gesagt, ihr könnt ja nicht mal auswählen, welche Karten ihr kriegt. Also das Ganze hier basiert einfach nur auf Glück. So. Auch hier wieder zufälligen Diener. Ich hoffe jetzt, er verwandelt ihn. Versuchen wir es einfach mal. Sonst können wir ihn immer noch zum Schweigen bringen dann. Dieses Mal aber wirklich. Ja, 5-5. Ist mir auch egal. Ist mir auch egal. Und dann kommt der einmal. Und hier. So. Weiter schön drauf. Und alles heilen kann er auch nicht. Außer er hat eine Karte dafür. Was ich aber momentan, wie gesagt, nicht glaube. Ja, noch was in die Hand. 9 Mana. Ich muss das Land bewachen. 2 Schaden, okay. Ja, er muss mir natürlich jetzt alles weghauen. Step by step. Ich kann ihm 5 Schaden reinhauen jetzt.
Erfahrungsbedarf würfeln, wenn du willst. So. Für sagt 5 Schaden. Hier haben wir auch 5. Da haben wir noch einen. Das Spiel ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, ihr könnt hier gar nicht viel entscheiden. Wählt eine Klasse, die ihr wollt. Am besten, wie gesagt, Daily Quest oder eine Heldenklasse, die ihr gerne spielt, wo ihr die Karten auch gut kennt. Und dann habt einfach Spaß. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rotmec. Ciao.